Hallo, ihr Lieben. Ja, aus gegebenem Anlass möchte ich heute mit euch wieder in dem schönen Buch Hildegard von Bingens lesen, das Wikard Strelo zusammengefasst hat. Die Psychotherapie der Hildegard von Bingen. Heilen mit der Kraft der Seele. Ja, und wenn unsere Seele gesund ist, dann haben wir gute Chancen, dass auch der Körper gesundet. Und wenn wir heute einige Zipperlein haben, dann mag das damit zusammenhängen, dass unsere Seele an der einen oder anderen Ecke nicht in Ordnung ist. Was ungefähr bei fast allen der Fall ist. Aber das ist kein Buch mit 7 Siegeln und auch kein Hexenwerk. Denn in diesem Buch hier, das Wikard Strelo zusammengefasst hat, einer der beiden großen Hildegard-Experten neben Gottfried Herzka, in diesem Buch finden wir viele Lösungen, denn Hildegard sagt, dass wir 35 Untugenden, Laster zur Verfügung haben, wir Menschen. Und diese Laster verändern uns, unsere Ausstrahlung, unsere Blutausstrahlung auch. Und damit auch unseren Körper und Geist, das heißt unseren psychischen und physischen Zustand. Und es liegt nur an uns, ob wir in alten, ja, destruktiven Mustern bleiben wollen oder ob wir uns da rausarbeiten. Dieses Buch ist insofern wertvoll, als wir hier 35 Untugenden beschrieben bekommen haben. So viele sind es, sagt Hildegard. Der Mensch kann also, ja, ich hoffe nicht, einer vereint 35 Laster, aber jeder Mensch kann in die Kategorie einer oder sogar mehrerer dieser Untugenden verfallen. Und heute, sorry, ich habe so ein bisschen kleinen Frosch im Hals, der will dabei sein. Und heute wollen wir über eine sehr wichtige Erscheinungen sprechen, die destruktiv sich derzeit wie ein großes morphogenetisches Feld über die ganze Erde ausweitet. Und das ist die Schwermut. Ein Riesenlaster, das wir selber in den Griff bekommen können. Denn aus dieser Schwermut heraus resultiert natürlich auch so etwas wie Pessimismus, Depression, fehlende Lebensfreude. Und Hildegard nennt ja dann auch direkt das Gegenteil, die Tugend, die eigentlich unser Ziel sein sollte. Und in diesem Fall steht der Schwermut die Glückseligkeit gegenüber. Und gerade in den Zeiten der Mikrobe, wo viele Leute niedergeschlagen sind, sollten wir nicht auch noch dazu gehören. Denn wie wir wissen, ist jeder Gedanke, jedes Wort oder jede Empfindung, alles, was von uns ausgeht, ist in Form gegossen. Es sind unsichtbare Formen, aber sie entstehen bei allen inneren und äußeren Handlungen. Und das bedeutet auch auf der anderen Seite, dass natürlich alle anderen Menschen, die ähnliche innere Haltungen haben, mit uns verbunden sind und wir mehr oder weniger die Formen von innen noch mit abbekommen, weil wir ja durch eine Art Schnur mit unseren Formen verbunden sind. Und naja, dann kann man sich vorstellen, was man da im Schlepptau hat, wenn sich nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart die Formen finden und zu einem großen Kraftfeld zusammenschließen. Und wir dürfen davon ausgehen, dass das Kraftfeld der Schwermut im Moment riesig ist. Umso wichtiger ist es, dass wir da rauskommen und uns entsprechend vorbereiten und schützen. Die Schwermut hat in ihrer Familie noch das Unglück. Das ist ja klar, wenn wir solche Formen erzeugen, kommen sie zurück auf uns. Damit kann kein Glück, sondern eher das Gegenteil auch reflektieren auf uns in ganz irdischer Form. Der Pessimismus gehört dazu, die Trübsal, die Traurigkeit, der Kummer. Auf der anderen Seite, bei der Glückseligkeit, stehen das Glück, das ist nämlich die unwillkürliche Folge,
Der Optimismus ist der Motor der Glückseligkeit. Ich habe ja immer die Wahl zu sagen, das Glas ist halb leer oder halb voll. Der Frohsinn gehört dazu, die Freude, die Begeisterung. Ja, und wenn man das jetzt gegenüber sieht, ist die Sache eigentlich schon klar. Jeder, der sich nur ein kleines bisschen angesprochen fühlt, der nur hin und wieder dazu neigt, mal runterfallen zu wollen, der wird jetzt hören, warum er das nicht tun sollte, sondern immer in der Eigenkontrolle bleiben möge, um auf die richtige innere Haltung zurückzugreifen und die mehr oder weniger durch Gewohnheit als ein festes Fundament in sich zu erbauen, worauf dann Glück als Haus draufgesetzt wird. Und das kann dann unser Leben sein. Ja, und wir wollen mal lesen, wie Eckhart Strelow schreibt, was ist Glückseligkeit? Das Glück hat für jeden Menschen eine andere Bedeutung. Der eine ist schon glücklich, wenn er einen Schmetterling betrachtet. Der andere in den Armen seiner Geliebten. Viele Patienten freuen sich, wenn sie giftige Arzneien durch Naturheilmittel ersetzen und wieder Bäume ausreißen können. Glück stellt sich nicht von allein ein, sondern entsteht, wenn man sich dafür entscheidet, glücklich zu sein. Dazu gehört auch der Wille, den Platz der Schwermut mit Glück auszufüllen und sich davor nicht zu verschließen. Jetzt wollen wir mal die Worte zum destruktiven Dasein hören und das Bild der Schwermut anschauen, das Hildegard von Bingen für uns im 13. Jahrhundert aufgeschrieben hat. Die Schwermut sieht aus wie ein aussätziger Mensch mit schwarzen Haaren und ohne Kleider. Dafür ist sie mit großen Blättern verschiedener Pflanzen eingehüllt. Die Schwermut kratzt sich mit beiden Händen die Brust und spricht: Was für ein Heil habe ich? Doch nur Tränen. Und was für ein Leben? Doch nur Schmerzen. Und welche Hilfe habe ich, wenn nicht nur den Tod? Und welche Antwort bleibt mir? Doch nur der Abgrund. Denn ich habe nichts Besseres. Schwermut, so heißt es hier, ist eine Folge der Streitsucht, die das Glück blockiert. Denn die Menschen, die ständig klagen und das Unglück herbeireden, zerstören ihr Leben und leiden an Depressionen, an Stimmungsschwankungen, an Pessimismus. Die Schwermut ist eine Folgeerscheinung der Belastungen durch die materielle Welt, insbesondere ein Mangel an himmlischer Liebe. Aha, da haben wir es doch schon. Da fehlt das Gottvertrauen wieder mal. Eckhart Strelow fasst Hildegards heilende Worte und das Bild nun wiederum der Glückseligkeit. Das fasst er hier für uns zusammen. Du suchst ja nur das Leiden und frisst es in dich hinein und fühlst dich dabei noch sehr wohl. Gott soll man bitten und seine Güte herbeiflehen. Du bittest Gott ja gar nicht, deshalb bekommst du auch nichts von ihm. Ich aber, sagt die Glückseligkeit, ich rufe zu Gott und er antwortet mir. Ich greife nach ihm und eile zu ihm und verlange etwas von ihm. Und er schenkt mir aus seiner Güte, was ich mir wünsche. Ich suche bei Gott und finde, was ich brauche. Ich bin die Sehnsucht nach der inneren Freude. Ich spiele die Zither in der Gegenwart Gottes und richte meine ganze Arbeit nach ihm aus. Ich, die Glückseligkeit, setze mein ganzes Vertrauen und meine Hoffnung in Gott und lege mein Leben in seine Hand. Du aber hast kein Gottvertrauen, sehnst dich auch nicht nach Gottes Gnade. Deshalb stößt dir auch immer wieder nur das Schlechteste zu. Da haben wir es immer, immer wieder. Wenn der Mensch es nicht schafft, aus seinem Trotz herauszukommen, wenn er sagt, lass mich in Ruhe mit deinem Gerede über den Himmel und über Gott, dann hat dieser Mensch kaum eine Chance auf Besserung, auf Glück oder Glückseligkeit.
Und natürlich hat das Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf die seelische wie auf die körperliche Gesundheit. Und wir wollen mal hier die organischen Auswirkungen der Schwermut näher ansehen. Denn Hildegard wusste, welche Untugend sich auf welches Organ legt oder welche Körperregion, um dort schädigend einzuwirken, von beginnend vielleicht akuten Zipperlein bis irgendwann hin zu chronischen Leiden, zu schweren Krankheiten. Und das zu stoppen und zu verändern, haben wir Menschen allermeist selbst in der Hand. Und damit sind nicht nur Hildegards helfende Tropfen und Naturheilmittel gemeint, sondern auch unser eigenes Denken. Klar ist es leichter, einfach eine Pille zu nehmen oder einen Pilogrip oder einen Pilogall. Und es ist schwieriger, wenn wir selber an uns arbeiten müssen. Aber wenn man doch sieht, wie hilfreich alles dann ist und wirkt, welche Frage bleibt denn da überhaupt noch? Also, organische Auswirkungen der Schwermut. Schwermut und Pessimismus führen zur Erkrankung des autonomen Nervensystems in der Region der Brustwirbelsäule, ganz speziell zu Folgeschäden am 6. Brustwirbel. Das hier austretende Nervenpaar ist für die Funktion von Magen und Darm sowie für alle zugehörigen Verdauungsorgane verantwortlich, namentlich Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse. Auch hier wird durch die unaufhörliche Schwarzseherei zu viel Schwarzgalle in der Leber produziert, sodass die üblen Säfte der Schwarzgalle biochemisch die Gallensäure und der Gallenfarbstoff überhand nehmen und das Blut übersäuern, entzünden und sogar die Darmflora zerstören können. Die Darmflora ist die erste Reihe unserer Abwehrkräfte. Zunächst ist der Schwermütige jahrelang müde und erschöpft und kann in den Zustand der Präkanzerose geraten. Ohne Transformation der Schwermut in ein glückliches Leben und die Sanierung der Darmflora kann die Präkanzerose dann in Krebs übergehen. Wir wollen mal schauen, wo der Ursprung der Schwermut liegt. Sie lähmt und blockiert das Leben. Viele Menschen lassen sich leicht von den Lastern und Gemeinheiten der materiellen Welt beeinflussen, weil sie die göttliche Welt nicht kennen oder nicht kennen wollen. Und so werden viele Menschen Opfer dämonischer Mächte, die sie Tag und Nacht mit den Grausamkeiten der Welt im Fernsehen oder durch Massenblätter überziehen. Nun ist das Buch hier schon in den 90er Jahren, glaube ich, geschrieben worden, vielleicht auch in den 80ern, wo es natürlich die Mikrobe in der Form noch nicht gab. Aber die würde ich eine solche Aufzählung hier machen, zweifellos dazu zählen. Es heißt weiter, ängstliche Menschen können sich kaum noch vorstellen, dass sie jemals glücklich werden können. Und ich sah, so sagt Hildegard, in der beschriebenen Menge viele Geister, die schrien und riefen, wir wollen gar keinen anderen Gott als das Unglück und suchen nicht das Glück. Diese Dämonen verführen die Menschen zur Schwermut und reden ihnen ein, sie seien von Natur aus zum Unglück geboren. Ganz interessant. Sobald wir erkennen, dass wir selber etwas dagegen setzen können und dass diese sogenannten Dämonen genau diese Formen, diese Gedankenformen, die Taten- und Worteformen sind, die wir selber abgesondert haben und die auf uns herniederdrücken durch die Gemeinschaft mit den anderen Formen, gleichgesinnter Menschen, können wir erkennen, dass wir eben selbst die Bremse reinhauen können. Und das sollten wir dringendst tun. Was ist das Symbol und das Symptom der Schwermut? Hildegard schaut ins Jenseits und sagt, und ich sah einen Graben von gewaltiger Breite und Tiefe, in dem ein Schwefelfeuer brannte, das voller Würmer wimmelte.
dann wurden die Seelen derjenigen gequält, die zu Lebzeiten nicht auf Gott vertrauten, vielmehr alles Missgeschick, das ihnen begegnete, selber aussuchten. Die Unglückseligen hausten in diesem Graben, weil sie kein Gottvertrauen hatten. Sie mussten aus Mangel an Selbstvertrauen in diesem Schwefelfeuer brennen und daher auch die Angriffe der Würmer erdulden, weil sie alles Unglück, das ihnen entgegentrat, durch ihre eigene Entscheidung selber zu verantworten hatten. Der lange Graben, der nach Schwefel riecht und in dem Würmer wimmeln, symbolisiert, so sagt Wieckhard Strelo, den Darm, die stinkende Fäulnis und die entgleiste pathologische Darmflora, wodurch Allergien, Migräne, Kopfschmerzen, Depressionen, Candida-Infektionen und Autoaggressionskrankheiten ausgelöst werden können. Wie sieht die spirituelle Heilung nach Hildegard von Bingen aus? Da schauen wir auch mal rein. Unglückliche Menschen, die sich von den Belastungen der materiellen Welt trennen wollen, sollen sich für einige Zeit wie ein Einzelgänger in die Einsamkeit zurückziehen. Aller Verdammnistheorie zum Trotz betont Hildegard immer wieder, dass der Mensch von Natur aus gut ist, obwohl manche glauben, zum Unglück geboren zu sein. Sobald solche Menschen im Leben auf geringste Widerstände stoßen, verzweifeln sie und reden sich ein, dass das Leben sinnlos sei. Niemand ist zum Unglück geboren. Krisen gibt es immer wieder. Es hängt nur davon ab, wie man damit umgeht. Wenn jemand die Botschaft der Krise versteht und den Sinn seiner Existenz gefunden hat, ist er auf dem Weg zu einem glücklichen Leben. Fast alle Menschen machen sich den Stress selbst, der sie daran hindert, glücklich zu sein, weil sie kaum noch Möglichkeiten kennen, eben jenen täglichen Stress durch Rituale, Meditationen, Gebete, Naturbetrachtungen abzubauen. Dank einer solchen Haltung ist es uns auch immer wieder möglich, mitten im anstrengenden Leben Ruhe und Stille zu finden, um den Zustand inneren Gleichgewichts und Glücks zu erreichen. In diesem Moment kommen alle Wünsche zur Ruhe und wir empfinden das Glück, wunschlos glücklich zu sein.